So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe gestern wieder eine Stunde gelivestreamt. Das Video findet ihr wie immer unten. Ja, einfach in meinem Kanal, weil ich es ja nicht in einer Playlist habe, die Livestreams. Das ist mir zu viel Arbeit für alles zu sortieren und so weiter. Aber ich könnte es bald einmal wieder machen, wenn ich dann längere Livestreams wieder mache. Ja, werde ich vielleicht machen. Aber vor allem haben wir schon recht gut Erfahrung wieder bekommen seit dem vorherigen Part. Und gut, wir haben 3 Orte, wo wir hingehen können. Ja, gehen wir nach Mondsognir zuerst. Bis zum nächsten. Und da weiß ich auch, dass es weitergeht in der Quest, die wir brauchen. Ja, mit Level 30 bekommen wir dann die gute Ausrüstung wieder. Dann können wir ab dann wieder ein bisschen mehr farmen. Jo. Ist nichts los heute früh. Ignis hat immer noch beide. Ach, Eisen. Eieiei. So. Ja, ist niemand hier, hä? Na gut. Ja, dann können wir gleich mal oben durch, wenn wir nicht nach Birka müssen oder so etwas. Ah, schauen. Mondsognir, gut. Da hinten zuerst. Wir sind langweilig, die ganze Zeit hier Quests zu bekommen. Aber nun gut. Schon fast ein Level wieder 25 dann. Okay. So. Also vor allem mal hier eine Reisquest noch annehmen. Was denn am besten? Der da. Sollte nicht so weit weg sein. Da oben und dort hinten. Gehen wir zuerst nach oben. Und dann nach Rotterswall. Ja. Gesundheitlich geht es mir gerade nicht mehr so gut wie gestern. Gestern ging es super. Ich hatte wirklich nichts. Und jetzt bin ich aufgestanden und habe wieder Allergien. Keine Ahnung von was. Hausmilben. Nein, ich habe keine Milben im Bett, aber keine Ahnung, was sein könnte. Hausstaubmilben. Ach doch, die Lage haben wir hier nie solche Milben. Okay, dann haben wir hier fertig und dann können wir eigentlich wieder dort mit ihm reden, hä? Wow, diese Abwechslung, immer mit ihm reden. Heftigst. Ingotandklepp. Ja, die kommt mir bekannt vor, die ist recht viel online. Level up, level up, level up. Nächste Quest. Dann wieder zurück. Heftigst. Das fiel mir erst nicht auf, weil wir ja die ganze Zeit alle Quests gemacht haben mit dem Schützen.
Ab, das ist ja mega, wenn man nur die Quests macht von ihm. Boah. Da nach oben, okay. Der Speer haben wir jetzt. So. Wieder zurück. Nein, jetzt diesmal hier nach oben. Zuerst mal mit dem Barbarentrainer reden und trainieren. Tja. Hier haben wir gesagt, dass wir nach oben machen. Ja, es wurde das Gebrüll. Dann die nächste. Den nächsten Buff. So. Jetzt müssen wir hier hoch, aber... Nein, es ist weiter hinten. Doch hier oben, aber auf der auf dem anderen Haus oben. Gut. Und als nächstes in der Bar. Hä? Prima, haben wir eine Liste und jetzt müssen wir wieder nach hinten. Wieder nach hinten. Yay, Level Up. Nein, nicht Level Up, Quest fertig. Level Up haben wir erst, aber wir haben schon viel Erfahrung wieder gesammelt. Und jetzt müssen wir nach Birka und Hauptstadt. Tja, zuerst nach Roteswald, dann nach Hauptstadt, dann nach Birka. Schön schematisch. Ist nur langsam. Könnten wir auch mal nehmen. Speerkampf, aber... ich habe keinen Bock jetzt umzuscannen. Ich glaube, der andere ist sogar ein bisschen besser. Ja, schon, aber sehr langsam. Ja, egal. Ach, das freut mich, dass jetzt gerade die Quests kommen, die genug Erfahrung bringen. Ach, schön. Da wir ja nach Gokstadt müssen und dort viele Quests machen müssen, dann machen wir das als letztes. Hm? Mir stinkt's, dorthin zu gehen. So, da oben. Nein, weiter hinten oder drin. Ja, drinnen. So, genug. Jetzt müssen wir schauen, wohin wir müssen. Okay, wir müssen noch weiter. Hä? Gehen gleich mal ein bisschen Magneten sammeln hier. Ich hoffe, es war niemand hier. Ja, es war wahrscheinlich jemand hier. Mist. Diese Suchtis sind grausam. Ja, wir überspringen einfach die Magnetenwaffen. Kein Problem. Ich habe ja sowieso keine Lust, 500 Magneten zu sammeln. Ich habe wahrscheinlich nicht mal 300. Ich müsste mal wieder schauen, wie viel ich habe. Hä? Alle zusammenklappen. Jo. Los, hopp. Da haben wir noch ein Geschenkchen. Und sobald wir dann die Booster kaufen, dann werden wir mal einen ganzen Tag livestreamen und langweilig ein bisschen. Ja, es ist halt langweilig, aber
halt leveln und leveln und leveln, dann sind wir hier im Let's Play doch schon viel besser, hä? Aber ich tue ja immer wieder ein bisschen jetzt reden und alles mögliche erzählen, dass es ein bisschen spannend bleibt. Ja, was ich noch alles machen könnte, weiß ich nicht. Aber wenn wir Buße verwenden, müssen wir unbedingt richtig dranbleiben. Sonst ist es zu teuer. Sind die Buße eigentlich schon immer zu teuer, aber immerhin. Ja, man braucht sie ja. Sonst ist das Spiel ja sowas von eintönig und langweilig. Ich brauche echt mal ein paar Items von Leuten, die schon sehr weit sind. So ausleihen oder so, das wäre viel toller, als die ganze Zeit noch zu suchen. Als Video aufnehmen, noch Items zu suchen, das ist zu schwer. Leider. Also mal kurz hinten durch noch gehen. Jetzt doch ein bisschen Lust auf Magnetensuche zu gehen. Schade. Ich habe wirklich Lust, mal diese Leute ein bisschen ausfindig zu machen. Und zu wissen, wer da immer so süchtig ist. Also ob sie längere Zeit so süchtig sind und ob sie einfach immer wieder abwechselnd süchtig sind, je nachdem, wie sie es brauchen. Ich denke aber allen ist langweilig, also ich denke nicht alle bleiben so lange dran. Ja, das ist nun mal Grinding-Zeug. Die Entwickler wollen es ja so, dass man so viel Geld wie möglich verdient. Dabei, ja, sind die wahrscheinlich in den höchsten Geldnöten und würden es besser haben, wenn sie alles ein bisschen günstiger machen würden. Dafür mehr kaufen und mehr Leute wieder anlocken und so. Aufs Locken, ja. Es vertreiben ja die meisten Leute, die Entwickler vertreiben die meisten Leute und tun sie nicht wiederholen, weil eben das Zeugs auch ein bisschen fernhält, oder? Tja, aber Entwickler sein ist so schwer. Vor allem mal Entwickler müssen entwickeln. Wenn die halt nicht entwickeln, dann sind sie selber schon. Noch so ein Crafting-Zeug einfügen, dass wir noch mehr Grinder-Sachen haben. Naja, ich weiß ja nicht. Ich fühle mich schon ein bisschen verarscht von Entwicklern. Aber Spaß macht's ja noch. Aber eben so viel Grinder-Sachen, nein, das macht überhaupt nicht Spaß. Und ich habe ja ein bisschen Motivationen. Ich will ja RVR spielen. Das ist meine einzige, ja, schon eigentlich meine einzige Motivation, noch Regnum zu spielen, dass ich RVR kämpfen kann. So, ja, genau, die Reisequest wollte ich annehmen wieder. So. Am Wall. Prima. Dann können wir gleich mal durchgehen, wenn wir von der Hauptstadt runtergehen nach Birka. Ja. Müssen wir nicht so lange laufen ohne Quest. Also, kommen hoffentlich wieder ein paar Erfahrungspunkte. Aber als Baba ist es natürlich viel spaßiger, gegen Monster zu kämpfen. Das werden wir auch bald wieder ein bisschen mehr machen. Aber ich denke, bis Level 30 will ich wahrscheinlich nicht so viel kämpfen, weil, ja,
ziemlich schlechte Ausrüstung haben. Es ist das Level 23 Ausrüstung, aber trotzdem sehr schwach. Die Ausrüstung hat fast nicht viel mehr Rüstungspunkte als die Level 13 Rüstung. Und das sind immerhin 10 Level. Ist schon ein bisschen gemein. Hab die werden rot. Die werden bald wahrscheinlich recht gut farmbar sein. Aber nicht hier unten oder hier oben. Na, mit der Beschi habe ich ja eher dann dort bei Gokstadt gefarmt. Als die hier rot, blau waren. Oh, schöner Himmel. Das sind Wolken, die grün sind. So, Hauptstadt wieder. Ich sehe es gerade. Nein, das ist ein... Okay, da oben beim Alchemist wahrscheinlich. Ja. Jetzt bekomme ich eine Drase. Was auch immer das wieder ist. Ja, nach Monsoon immer wieder natürlich. Na gut. Ja, ja. Und ich habe ja wieder ein paar Leute kennengelernt gestern im Livestream. Muss ich mal rein einfügen. Oh, jetzt weiß ich nur noch der eine. Mit D, oder? Auf jeden Fall gibt's ihn. Gut. Dann sehe ich auch, wenn der andere online ist. Wahrscheinlich sind es zwei Freunde. Auf jeden Fall hat er noch nicht so viel Ahnung, aber... Ja. Es war jeder mal jung und unerfahren. Mich freut es, dass es immerhin wieder Leute gibt, die ein bisschen weniger, ja, schon fast deprimiert ab diesem Game sind, noch die Freude besitzen in den Knochen und nicht so ablehnend sind dadurch. Jo. Also jetzt gehen wir zuerst dort in die, hinter den Finnlandwald, wie heißt das dort? Steht es? Mauerprärie, genau. Okay, es ist überhaupt nichts los heute Morgen um 7 Uhr. Überhaupt nichts. Ich bin ganz alleine. Niemand hat einen Ford eingenommen oder so. Ja, okay, es ist auch zu. Die Leute haben keine Lust, Ford anzunehmen, weil es nichts bringt. Und dann plötzlich in einer halben Stunde bringt es wieder etwas und da kommen alle Leute wieder an. Richtig schnell. Bam! Ich kann nur jedem empfehlen, tut nicht dem Spiel euch niederreißen, sondern bleibt so wie ihr seid. Oder wart mal. Auf jeden Fall, das Spiel darf euch nicht so richtig reinnehmen. Ihr dürft nicht, wenn das Spiel depressiv ist, nicht selber depressiv sein. Ja, das braucht halt ein bisschen Willenskraft und einfach richtig viel Ausdauer. Aber ja, es ist manchmal schlimm, wie Leute kaputt gehen durch Games. Wieso denn? Sind die so zerbrechlich?
sind es nur noch kleine zerbrechlichen kleine zerbrechliche Seelen oder was ist los? Ist ein bisschen schade, hä? Dass Leute sowas von, ja, ist genauso wie Sucht. Die Leute lassen sich einfach von irgendwas süchtig machen und dadurch kaputt, machen sie ihr Leben kaputt und alles mögliche. Schon heftig, hä? Lasst euch am besten einfach nicht ändern durch Spiele. Alles, was sich negativ auf euch einfließt, ignoriert es sozusagen. Ich bin sowas von geübt, aber es könnte mir auch immer wieder passieren, dass ich einfach immer wieder ja, negativer werde, oder? Ich möchte auch lieber Spaß an einem Spiel haben, das ist klar. Aber, ja, so Spiele bringen halt nicht immer so viel Spaß. Aber das ist normal, oder? Tja. Aber ich bin nicht einer, der unbedingt ein 90% Spiel haben muss, sondern kann auch ein 10% Spiel spielen, ohne jetzt viel Einfluss zu verlieren oder so etwas. Das sollten andere Spieler halt auch können. Und jo. Ah, jetzt muss ich wieder dort hoch. Gut, ist immerhin best. Da ist jemand gewesen, oder? Ja. Immerhin ein Spieler wieder. Aber ja, bis Level 45 ist halt wieder recht nervig. Und dann kommt wieder das Reichsschlachten. Ich hoffe, ich kann schon ein bisschen früher machen. Je nachdem. Hä? Aber auf jeden Fall haben wir hier ein paar Waffen. Ab Level 38. Hä? Ein mittleres Schwert sogar. Das ist doch toll. Aber leider recht schwach, habe ich das Gefühl. Hier dann ist schon ein bisschen stärker, aber dann auch langsam. Ja. Ist aber auch eine Axt und nicht eine Stangenwaffe. Gut, ja. Kategorie Äxte. Aber eigentlich sind ja die Äxte schnell, oder? Als für einfach zwei Axt da langsam oder wie? Oder eine große Axt oder so. Ja, ja. Und der ist ab Level 50 dann wieder eine gute Knüppelwaffe. Die auch nicht so stark ist. Was ist denn los? Werden die Waffen nicht mehr so schnell stark beim Baba? Aha. Sah aus wie ein Ausrufezeichen, aber war ein Fragezeichen, gut. Weil sie auf der Seite lag. Also gut. Machen wir das Level heute noch? Diesen Part? Denke nicht. Schade. Aber ja, ja. Heute Abend, denke ich, wird es wieder besser mit dem Level. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich spielen soll, Regnung. Es ist halt auch nach ungefähr einer Stunde wieder recht langweilig. Ist nun mal so. Aber ja. Es ist für mich vor allem zu langsam, das Spiel. Es sollte wieder ein bisschen schneller vorwärts gehen alles. Und auch die Animationen endlich schneller werden und so. Aber das wird niemals so sein, leider. Tja.
kann man groß sagen, die Entwickler wollen ja nicht, dass die Spieler eigentlich etwas machen können. Sozusagen eher die ganze Zeit Magneten farmen. Ja, nun gut, es ist ja nicht so schlimm. Es ist nur heftig. Böse. Böse ist es. Ah. Endlich hat's angefangen. Okay. 3 Quests vom Abgeben, hä? Ja, genau. Da, da und da. Okay. Da. Oh, noch eine Quest. Noch eine Quest. Komm, wir nehmen ihm seine Quests an. 2 Halsketten, die wir nicht tragen können, weil sie Quest-Objekte sind. Ja, du hast mir nichts gegeben. Wir machen jetzt nur Quests. Keine Ritual-Quests mehr, das ist zu nervig. Hm. Geben mir ja nicht mehr so viel gute Erfahrung. Sind zu lange einfach und zu bedient. Also, man muss nichts machen. Hm. So müde noch bin, hey Gott, aber muss Sport machen. Wow. Bekommst du eine Kürassen? Level up über. Haben es noch geschafft, hä? Ich nehme jetzt nicht die Quest an. Ich nehme die andere Quest wieder an. Gehen wir noch kurz dorthin und dann ist der Part leider wieder zu Ende. Ist ein bisschen kürzer, wir haben aber auch gut geschafft. Aber auf jeden Fall kommen wir vorwärts. Zwei Parts, ein Part, 2 Level, das ist toll. Und ja, sehr fortschrittlich. So, Dele. Hey, spack nicht herum, bitte. Gut. Quest annehmen. Okay. Können wir gleich noch ein bisschen weitermachen, wenn es gleich hier ist. Nein, nicht du. Aber du gibst jetzt mir auch eine Quest, hä? Du da? Der Ardok ist hier. Ardok war eine Stadt in Dungeon Siege 1. Die Legend of Arana. Kommt vor. Ich hab's gesuchtet. Es war wirklich ein tolles Spiel. Es hatte wirklich Gegenden, wo du noch gewillt warst, es zu erforschen und alles mögliche. Es gibt es ja heute in Action-Rollenspielen nicht mehr. Es sind alles nur Maps und alles mögliche. Alles nicht so richtig, ja, erforschbar sozusagen. Okay, machen wir den Part doch noch ein bisschen länger. Ich habe einfach Lust, jetzt gerade noch ein bisschen weiter zu machen. Ja, komm, es geht mir noch kurz. Ja. Nein, immer noch nicht. Heulen. Das ist... Aha. So. Und hier vielleicht noch irgendwie... Nein. Hm. Kriegische Defensive. Ach komm, machen wir gar nicht, hä? Lassen wir das so. Und date noch mit der und dann ist der Part zu Ende.
das ist ja ein Spiel. Das ist ja ein NPC gewesen und kein Spiel. Aber wieso ist das dann so komisch gerannt? Falsch gespawnt oder so etwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Euer Dragobase. Tschüss.